einmal mit den unschönen Themen im Leben beschäftigen. Dazu rät Jürgen Klappert von der Verbraucherzentrale Brandenburg. Was passiert, wenn ich plötzlich nicht mehr alleine entscheiden kann? Wenn der Ernstfall eintritt, sollte man vorbereitet sein, egal ob jung oder alt. Der eigene Wille über die ärztliche Behandlung sollte in einer Patientenverfügung klar festgehalten werden. Patientenverfügung, das klingt immer so hochtrabend. Im Grunde geht es darum, dass was ich so in meinem Kopf habe, wie ich mir so die letzten Tage meines Lebens vorstelle, niederschreibe. Hintergrund ist, wenn ich bei Bewusstsein bin, kann ich dem Arzt sagen, was er machen darf und, viel wichtiger, was er nicht machen darf. Komme ich als bewusstloser Patient oder komatös ins Krankenhaus, kann ich ihm nichts sagen. Tja, und dann ist der Arzt an seinen hippokratischen Eid gebunden. Steht vieles Interessantes drin, aber eben auch, der Arzt darf nur Maßnahmen ergreifen, die das Leben des Patienten verlängern oder erhalten. Und wenn man davon abweichen will, ist so eine Patientenverfügung unerlässlich. Doch die muss dann natürlich auch beim Arzt ankommen. Dafür sollte man wiederum eine Person des Vertrauens in einer Vorsorgevollmacht benennen. Die darf dann dafür sorgen, dass die Patientenverfügung durchgesetzt wird. Das muss in beiden Fällen kein Formular sein. Ein handschriftlicher Text mit Name, Geburtsdatum und Geburtsort reicht aus. Und die Unterschrift darf natürlich nicht fehlen. Jürgen Klappert warnt aber vor Formularen aus dem Internet. Ein Kreuz ist keine richtige Willenserklärung. Bei solchen Vorlagen müsste hinter jedem Kreuz eine Unterschrift gemacht werden. Da ist es sehr viel einfacher, sich seine eigenen Gedanken hier zu schreiben. Und mit den Augen klauen ist ja nicht verboten. Ich kann mir ja einen Vordruck nehmen, gucken, was passt, was trifft auf mich zu. Alles, was sowieso nicht zutrifft, einfach weglassen. Und im Idealfall handschriftlich dann notieren, was auf mich zutrifft. Die Handschriftlichkeit bei Patientenverfügung und Vollmacht sorgt ja dafür, dass es weitaus schwieriger ist, anzuzweifeln, dass es wirklich mein Gedanken ist. Ein Stück Papier ausgedruckt, unterschrieben, könnte mir auch ein anderer hingegeben haben. Und so schreibe ich mir das raus, was ich möchte, was auf mich zutrifft und habe dann hoffentlich so in Art einer Versicherung etwas zu Hause, was ich hoffentlich nie brauche. Trotzdem bleibt es ein Thema, das alle betrifft. Jürgen Klappert rät auch jüngeren Menschen, sich damit auseinanderzusetzen. Im Idealfall sollte man die Patientenverfügung zweimal im Jahr vornehmen und schauen, ob sie noch dem eigenen Willen entspricht. Dann einfach neues Datum und neue Unterschrift drauf und im Notfall abgesichert sein.